Ja, willkommen zurück zu Let's Play Obscure Part 4. Oder was, 5? Egal, es ist ein Part. Ich bin's wieder, euer The What The Fuck hier und nehme mir indirekt meinen Co-Moderator. Quantrum Spinter, bin wieder mal da und nerv euch wieder. Den Spruch hast du schon mal angewendet. Und ich sehe da schon jemanden stehen. Oder etwas. Mensch mit zwei Beinen. Ja. Wahnsinn. Wo zieht der denn jetzt hin? Der Glatzkopf von letztens ist es nicht. Geh mal zu ihm. Ich will nicht. Knall den Arsch. So, nein, ich geh erst durch das Glas zu dir. Hat sich so verlockend angedeutet. Und wo sind wir jetzt gelandet? Disk. Sekretärin. Today at 5:38 p.m. Yay. Hello, Mrs. Smith. This is Miss Wixon. Der Wixt? Could you ask Mr. Friedman to come see me as soon as possible? It's an emergency. I can't leave the infirmary. Make sure he comes quick. Thanks. Today at 6:50 p.m. Wow. Herbert, if you're there, pick up the phone, please. Come quickly. I don't know what's going on, but I think it has something to do with the experiments. I saw several students who, well, they, it's really bad. Come quick. Lily, spring von der Maus. Oh no! Oh nein, Frau Miss Wixon hat sich zu Tode gewixt. War jetzt spontan improvisiert. Folgender Spruch ist nicht für Jugendliche unter 18 Jahren geeignet. Falls das Jugendliche sehen sollen, die unter 18 sind, bitte verzeiht den Ausdruck und verkackt uns bitte nicht. Ich glaube, hier hat gerade keiner zugehört. Das hoffe ich doch sehr. Kann man hier irgendwas aufnehmen? Eine Kompassnadel, schön. Ich kann den Text leider nicht lesen. Lily steht vor dem Bildschirm. Was steht da? It's your principal when he was young in double. I didn't know he had a twin brother. Oder irgendwie so. Alles klar, also. Es war... Das hier ist euer Schuldirektor, als er noch jung war. Doppelt zu sehen. Ich wusste nicht, dass er einen Zwillingsbruder hatte. Danke, Lily, dass du mir den Text blockierst. Meine Karte. Für die, die es nicht wissen, Lily ist eine vierbeinige, befällte... Weiße Katze, die schon wieder vom Bildschirm sitzt und nicht sehen kann. Ja, genau. Okay, gehen wir mal doch zu den komisch, unheimlich guckenden Typen da vorne. Knall das Arsch ab. Hast du keine Sniper? Sehe ich so aus, als hätte ich eine Sniper? Bist du sowieso Reste davon, du die ganze Zeit. Ich habe hier so eine Taschenpistole mit einer Lampe oben drauf. Knall das Mistvieh ab. Schießt sein Freund. Nein! Lady, guck mich nicht so an. Ich muss ausrasten, sonst wäre es keine Dramatik. Schmelzen die? Süß. Ich geb dir gar nicht mal süß. Entschuldigung. So. Ich bin jetzt wütend. There's something else to do. Du vandalierst hier rum, ey. Ich darf so. So. Gehen wir doch mal einfach weiter. Nein! Oh, nee. Tschüss. Ich glaub, du hast Aua. Ich mach's ja schon. Würde Shannon. Cool. Lilly! Nimm den Schwanz vom Bildschirm! Ah ja, sie ist ein Weibchen. Nichts Falsches denken. So, die finden uns in Ordnung. Comet is plagued of an Atlantic Expedition. Koordinaten 330 Grad. Längen... Ich glaube, ja, Längengrad 330 Grad und Breitengrad 20 Grad. Ja, das kommt gut hin. Ich konnte mit den Koordinaten nie was anfangen. Nee, ich hatte gerade Geografie. Warte kurz. Ich glaube 330. Ja, guck mal, das ist da oben schon angezeigt. Angekreuzt. Ja, also ungefähr mittig, wo die beiden sich treffen. Würde ich mal sagen. Das wäre Afrika, glaube ich. Irgendwo Afrika? Sieht aus wie Afrika. Ich würde sagen, irgendwo im Atlantischen Ozean. Stimmt, so wie das siehst. Guck mal, es wird nachher nochmal genauer an. 330 und 20. Ich muss mir nochmal ansehen. There's something else to do. Das mal auf. Hab ich schon. Verdammt. Wo? Steht noch, er hat irgendwas zu tun hier. Das ist ein wichtiger. Irgendwas ist hier drin noch.
kann kaum was sehen, die Lilly liegt vom Bildschirm. Gehst du bitte? Lilly! Ey, guck nicht auf die Decke, sondern hau ab. Ich will gerne sehen, was hier noch drin ist. Nimm sie und pack sie runter. Und im nächsten Tag musst du sie irgendwo aussperren oder einsperren. Geht nicht, sie hat eine Katzenklappe, die sie freiberuflich nutzen darf. Steht im Vertrag. Hast du keinen Tacker? Ich würde niemals einen Tacker an meine Katze verwenden. Ich rede von der Katzenklappe, du Idiot. Oh. Hier, was ist hier noch drin, euch? Hau mal. Ne, geht gar nicht. There's something else to do here. Bin ich blind oder was? Da muss doch irgendwo drin sein. Das ist mir scheißegal, ich geh jetzt raus. Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Vielleicht muss ich wieder so ein blöder Energy Drink, den ich bis jetzt nicht brauchte. Reloading! Den Typen müssen wir mal in der Folge 2 haben. Setzen wir Alice damit. So. The door seems to be locked. Mann, du hast einen Dietrich. Naja, ich hab ehrlich gesagt nur eine Drahtrolle, also. Ja, mal ist doch egal, Dietrich ist Dietrich. Na und? Wow. Ja, ich glaube, das war der richtige Weg. Danke. Nochmal. Hier, Biester, meine Munition ist fast leer. 6 Kugeln reicht doch völlig aus. Danke, Shannon. Du bist unsere Adonis. Mit krummen Beinen und einer verkrüppelten Stange in der Hand. Stange, verkrüppelt. Da oben liegt was. Ich sehe es schon von hier. Yay. Munition. Munition im Lüftungsschacht, sehr originell. Ich find's cool. Noch irgendwas? Ah. Bräuchlich. Ein Energy Drink. Energy Drink. Das ist hier drin, nicht. Such uns weiter um. Ach man, das ist keine Lilly, du. So. Kaputte Telefonmaste. Sieht nicht so aus, als könnten wir uns damit retten. Warum nicht? Weil sie kaputt sind. Oh. Entschuldigung, das ist einfach so lustig. Okay, ich bin krank. So, was haben wir hier drin? Da blinkt eine Tasche. Ich weiß, es klingt paranoid, aber... Tut mir leid, sicher, sicher. Paranoid. It's Professor Warren's set shell. But what is he doing with all the stuff? Ey, da ist ein Kompassnadel drin gewesen. Nein! Ich lauf lieber, tut mir leid. Ich muss doch nicht ständig kämpfen, oder? Ich lauf lieber. Ganz ehrlich, das war mir irgendwie klar, dass die Viecher da alle auftauchen, ganz ehrlich. This lock looks easy. Einland. This lock looks easy. This lock looks so easy. This lock looks easy. This looks so easy, that it looks easy. Los, kribbel bei, Shannon. Schütz mich. Willst du die ganzen Dinger einzeln aufschließen? Nein, nur das hier. Hey! Bringt mir nur nichts. There's nothing left for us here. Ja, atmet irgendjemand ziemlich schwer. Holy wow! Was zur Hölle ist das denn jetzt wieder? Ich würde mal sagen, das ist ein... Misty. Hunter? Oh, Shannon ist schwer verletzt. Krass auf Shannon. She knows how to fight. Siehst du? Kann sich auch selbst heilen. Also wenn sie so steht, dann ist es sehr, sehr schwer verletzt. Gott sei Dank haben wir ja einen Energy Drink. Ja, guck mal, Nagel gucken, jetzt geht's ihr wieder gut. Jetzt geht's wieder schlecht. Hier, super, Alkohol hilft immer. Bisschen mal nachladen, mit einer kleinen Kugel komme ich nicht weit. So, jetzt haben wir zwei Kompassnadeln, die da in diese Karte reingepasst haben. So, wollen wir mal gucken, also Längengrad 330, Breitengrad 20. Stecken wir die Dinger mal da rein, passen sie da rein? Brauchst du nicht vier und nicht nur zwei? Siehst du, jetzt brauchst du nur zwei, hier siehst du links und rechts. Ah, okay. So, jetzt kann ich die hier bewegen, aha. So ein bisschen wie Pinball. So, so. Bing, 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 bing. Okay. Atlantischer Ozean. Sicher, dass es da ist. Also 330, Längengrad und Breitengrad 20. Ja, das ist so zwischen Afrika und Mittelamerika. Oh Mann, ist mir das Stückchen zu kompliziert. Hm,
Lilly, ich sehe nichts. Also, ich sehe gerade nicht so richtig durch. Also, da stand Längengrad 330. Zack. Breitengrad 20. 20 ist schon mal richtig, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig geografisch lese. Müsste hier auf 33 sein. Auf die 120. Mann, ist das verwirrend. Ich hasse Geografie. Ich rate jetzt einfach mal. Aha! Wie geil! Ist ja geil! Ist ja geil! Geraten! Yay! Friedman's in the library. Ja, Schlüssel? Master of the Blind. Ja, mein Brief. My dear Herbert, I am writing to you in secret. Leonard would leave me if he knew I was meddling in his work. You are his twin brother, and sometimes it seems to me that you understand him better than I. That's why I would like you to speak to him. We quarreled last night. He is completely abreast with his research, and I fear he will go too far. He wants to attempt the experiment on himself. I'm certain you know him. He is the capital of it, and that would be foolish. The subject treated are only stable after 3 weeks. There may be secondary effects that appear much later. Please try to reason with him. Yours, Elizabeth. Oh, ein Liebesbrief. So oder so. Eine Videokassette, Subjekt 37, Part 1. Munition für die Pistole. Apropos und eine Pistole mit Blecht. Apropos Part, die Zeit ist um. Wir müssen uns verabschieden. Okay. Das war Let's Play Obscure mit einem verdammt langweiligen Rätsel. Ah, das geht auch. Hab ich gerade vergessen. Okay, wir hoffen, wir sehen uns wieder im nächsten Teil von Let's Play Obscure. Ich bin die What the Fuck hier und mein Co-Moderator. Quantum Winter, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann und also gute ich Nacht. Ich habe das Gefühl, wir sollten das mit diesem komischen, das ist hier und mein Co-Moderator-Dings da, sollten wir weglassen. Das kommt so ein bisschen hochtrabend. Mein Mikrofon auch ist wieder runtergefallen, ey, verdammt. Okay, auf Wiedersehen. Ich kann mich selbstständig verabschieden.